Wikidata. Wikidata. Machst du Wikidata? Ja. Machst du viel Wikidata? Boah, kommst du überhaupt dazu? Tausende von Artikeln nebenbei. Erstens schreibe ich nicht tausend Artikel wie du. Fotos. Genau. Wikidata. Was machst du da? Wikidata ist irgendwie schon auch cool. Was ist Wikidata überhaupt? Genau, Wikidata ist eine neue Datenbank mit Wissen. Relativ neu, also mit die jüngste in der Familie, der großen Familie der Wikipedia, Wikisource. Das ist schon fünf Jahre oder so, genau. Im Gegensatz zu Wikipedia macht sie strukturierte Daten. Das heißt, in Wikipedia steht, Köln hat 1.080.000 und blablabla Einwohner. Punkt, nächster Satz. Und in Wikidata steht Einwohnerzahl 1.080.000 Einwohner. So. Und das wiederum ist nicht nur für Menschen lesbar, sondern auch für Maschinen. Also du kannst Abfragen drauf machen. Und das Schöne ist, du kannst es an einer Stelle speichern, so wie ein Bild auf einer Bilddatenbank. Kannst du in Wikidata eben ein Datum speichern und kannst es von verschiedenen Stellen aus. Ja, aber gebe ich das dann ein? Also gibst du diese 1.080.000 ein? Oder? Idealerweise gibst du das ein. Und schreibst dazu, wo du die Zahl her hast. So soll es sein, wie in Wikipedia auch. Okay. Also statistisches, von Statista oder von Statistik Nordrhein-Westfalen oder sowas in der Art. Ja, aber da gibt es ja was für, oder? Die können doch auslesen, also Programme, die im Prinzip man über die Datenbank drüber jagt und die ziehen die ganzen Daten. Also das alles händisch abtippen. Nee, es passiert ja auch viel mit Bots. Das Entscheidende ist allerdings tatsächlich, dass natürlich auch die Lizenz wieder stimmen muss. Ne? Du kannst nicht einfach irgendwelche beliebigen Datenbanken abgreifen. Die müssen auch noch entsprechend frei sein, die Daten. Bei uns sind sie frei. Okay, das heißt also. Wie bei Wikipedia. Du kannst auch natürlich alle, hättest ja auch bei Wikipedia den Blogpost einfach abschreiben können. Oder auch von einem Bot abschreiben lassen können. Aber wenn ich jetzt so ein Buch quasi, so eine Liste finde, Köln, Einwohnerzahl 1830 bis 2019, kannst du das strukturiert aufbereiten. Kann ich im Prinzip anpassen. Weil Daten als solche sind ja erstmal nicht urheberrechtlich geschützt. Aber wenn du eine komplette Datenbank abgreifst, dann greift da wieder rein ein anderes Gesetz. Also das ist leider, es greift einfach ein anderes Gesetz. Und was macht man dann mit der Zahl? Also naja, stell dir vor, du hast in wie viele Sprachversionen haben wir von Wikipedia? 265. Okay, da ist Bayerisch dabei, da ist Kurdisch dabei, da ist Rheinisch. Rheinisch-Ripuarisch dabei, diverse sibirische Kleinsprachen, Udmurtisch, was weiß ich, ich weiß nicht, ob es eine udmurtische Wikipedia gibt, ich glaube nicht. Und nicht, jeder von denen hat einen Artikel über Köln. Oder noch besser nicht über Köln, sagen wir über Erfstadt. Ja, so, und der wird irgendwann mal geschrieben, der ist vielleicht vor 10 Jahren mal geschrieben worden, aber die Einwohnerzahl, die ändert sich dann halt irgendwann mal. Und ideal wäre es doch eigentlich, wenn diese Zahl an einer Stelle gespeichert ist mit der Einwohnerzahl, dann immer aktuell wäre. Ja, aber da steht ja nicht eine. Da steht ja eine Einwohnerzahl für jedes Land, für jedes Jahr wahrscheinlich. Das heißt, ich muss wahrscheinlich. Für jedes Jahr, aber immer dann, wenn das Statistische Amt dann. Woher weiß dann die Wikipedia, welches die Zahl ist, die da rausziehen muss? Also ja, gut, da gibt's Mittel. Ja, also du kannst das über die Zeit eingeben oder du kannst sagen, das ist der aktuelle Wert gerade. Ja, der privilegierte Wert und der wird dann gegriffen. Das ist dann die Frage, wie du dann diese Abfragen formulierst. Das machen dann wieder die ganzen Daten-Nerds. Machst du wirklich Einwohnerzahlen abtippen? Das ist ja so nicht das, was ich mir jetzt vorstellen würde mit Elia tippt in Wikidata Einwohnerzahlen. Nee, nicht wirklich. Also wenn ich mal was zeigen will oder so, dann mache ich das schon mal. Ja, was machst du? Also man kann das natürlich. Was wir ja viel machen in Wikipedia sind Listen. Ne? Also Listen, wir sammeln Informationen über Dinge. Erinnere dich an Wikilas Monuments, das war dieser Fotowettbewerb, da ging es um Denkmäler in der Nachbarschaft, da solltest du hingehen und Denkmäler fotografieren. Das fängt jetzt demnächst wieder an. Fängt wieder an, genau. Jedes Jahr, das machen wir jedes Jahr. Jedes Jahr im September. Ne? Im September kann man hochladen, Bilder genau. Von Baudenkmälern. Genau, und dann baust du diese gruseligen oder komplexen, schwierig handelbaren Tabellen in Wikipedia. Das sind dann so handgestrickte Tabellen oder vielleicht mit so ein paar Hilfsmitteln aufgebaute Tabellen, was die Bilder ein und so weiter. Und das sind im Grunde ja auch strukturierte Daten. Also da wäre es auch sehr ideal, wenn man ein Denkmal eben in Wikidata einfügen könnte. Weil was wir bisher machen ist, wir haben eine Denkmalliste in der deutschsprachigen Wikipedia, wir haben eine Denkmalliste in der französischsprachigen Wikipedia, wir haben eine Denkmalliste in der
chinesischen Wikipedia vielleicht oder in der portugiesischen. Und die sind im Zweifel vielleicht gar nicht gleich aufgebaut, weil die Leute unterschiedlich drauf sind oder so oder unterschiedliche Programmierer. Ist das ein Nachteil, wenn die unterschiedlich aufgebaut sind? Ja, ich möchte ja vielleicht auch die französischen Denkmäler in die deutsche Wikipedia übernehmen oder die französischen. Ja, aber das stört dich ja nicht, wenn die Struktur anders ist. Ja, aber du kannst sie nicht einfach übernehmen. Du musst ja erst wieder deine eigene Struktur bringen. Ja, so. Wenn die jetzt das irgendwie anders basteln, ihre Tabellen, ihre Listen. So. Wenn du sie zentral speichern würdest und dann sozusagen die Wikipedias ausspielen würdest, wäre das eine Arbeitsersparnis. Aber kann ich die dann noch bearbeiten? Also ich meine, so eine Liste besteht ja, Denkmalliste, besteht ja darin, du hast das Bild, okay, kann man irgendwie auf von Commons ziehen, du hast Koordinaten, die kannst du vielleicht aus so einem Datensystem ziehen, aber du hast eine Baubeschreibung, die ist normalerweise Volltext. Ja, eine kurze Beschreibung. Ja, aber du hast zumindest einen Freitext. Eine kurze Beschreibung. Die Frage ist, Freitext, Wikidata, gibt es glaube ich, tatsächlich nicht. Ne? Das bedeutet also eine Tabelle, die automatisch generiert wird und die auch aktualisiert werden soll, ist ja davor eigentlich geschützt, dass da zwischendurch jemand reinschreibt, oder? Also das wird dann überschrieben, oder nicht? Im Moment ist das so, ja. Im Moment ist das so. Aber es muss ja nicht so bleiben. Es war ja nur ein Beispiel. Also es war ein Beispiel jetzt für den Denkmäler, aber was für Wikidata gibt es, es gibt ja andere Projekte, andere Daten, die du sammeln kannst, die auch irgendwie cool sind. Es gibt zum Beispiel Wikidata ein spezielles Projekt, das heißt Sum of All Paintings, also alle Gemälde dieser Welt erfassen. Das sind mal so ein paar Bilder. Gemälde, ja, genau. Aber wir wählen mit ihren Metadaten, mit ihren Daten, also wer hat es gemalt, wie groß ist das Bild, was für ein Material hat das Bild, also was man so findet. Und was, im Moment sind das total verteilte Daten, die in jedes Museum hat so sein eigenes Süppchen. Wenn du Glück hast, dann bist du nochmal in irgendwelchen übergeordneten Datenbanken. Frankreich ist schön, die haben immer sehr zentrale Datenbanken. In Deutschland ist die Kultur eher föderal. Sind sehr, sehr verteilte Informationen und in Wikidata kannst du das zentriert sammeln. Und das Schöne ist, dass die Museen zum Beispiel das dann wieder für sich nutzen können, weil freie Daten. Und sie können es direkt auslesen. Wo kommen denn da die Daten dann her? Das ist unterschiedlich. Also die Niederländer sind da sehr weit. Die arbeiten sehr eng mit ihren Museen zusammen und die Museen spenden tatsächlich die Daten und dann werden sie rein importiert. Das wäre also, das ist der Idealfall. Ja, dass die Daten, die wir haben wollen, schon unter einer freien Lizenz stehen oder gespendet werden von den entsprechenden Dateninhabern. Ja. Und ich habe zum Beispiel schon mal, wenn ich einen interessanten Maler gefunden habe, gesagt, okay, hier habe ich irgendwelche Werklisten oder so, dann bin ich tatsächlich hingegangen und habe versucht, die irgendwie strukturiert zu erfassen. Und habe sie dann aber auch nicht mit der Hand eingetippelt, sondern es gibt dann Tools, wo man diese Daten, mit denen man diese Daten importieren kann. Also im Prinzip eine Excel-Tabelle schreiben. Ein bisschen wie eine Excel-Tabelle, die man dann auf eine bestimmte Art und Weise dann weiter bearbeitet. Und jetzt habe ich das ja tatsächlich mal beruflich gemacht, schon länger her. Was hast du beruflich gemacht? Ich habe ja Werklisten. Wir haben ja damals bei der Media, wo ich gearbeitet habe, haben wir Werkverzeichnisse digitalisiert. Stimmt, ich erinnere mich, diese CDs waren das. Ne? Genau, und was wir da gemacht haben, war allerdings immer ein bisschen schwierig, weil es gab ja gar nicht nur eine gültige Quelle, sondern es gab häufig drei, vier offizielle Werkverzeichnisse, gerade bei so bekannten Künstlern, Impressionismus oder ähnliches, dann gab es nicht nur ein Werkverzeichnis, sondern es gab vielleicht drei und wurden auch alle als offiziell angewendet. Ja. So, jetzt habe ich hier zusätzlich noch Quellen aus Museen, die hoffentlich auf dem Werkverzeichnis aufbauen. Ja gut, die Arbeit an den Belegen, die nimmt dir die Daten nicht ab. Das heißt, also, du musst entscheiden, welches ist für dich der Beleg oder der wichtigste Beleg, das musst du ja auch in Wikipedia-Artikel. Wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Gemälde nehme, französischer Maler, irgendwie Impressionismus und was sehr häufig der Fall ist, du findest in unterschiedlichen Werkverzeichnissen und Museen unterschiedliche Titel. Genau. Was machst du damit? Du gibst Alias-Namen ein. Also du sagst, das Bild hat diesen Namen, es ist auch bekannt unter diesem Namen, es ist auch bekannt unter diesem Namen. Und zwar dann in verschiedenen Sprachen. Ja, also wenn es auf Französisch so bekannt ist, dann hast du den französischen Titel. Das Schöne bei Wikidata ist, dass du eben nicht einen zentralen Namen hast für ein Objekt, sondern das ist erstmal nur eine ID. Und alles, was irgendwie sprachenabhängig ist, das kannst du von allen Seiten kannst du es in verschiedenen Sprachen dann auslesen. Ja, okay. Da gibt es also den Zwischennamen ein und ist auch bekannt unter Alias-Namen. Das heißt, mein Ausleseprozess muss die Möglichkeit haben, auch die verschiedenen Namen daraus zu ziehen. Oder ich muss irgendwie eine Möglichkeit finden, nach dem zu filtern, was ich eigentlich suche. Genau. Also nach der Quelle, nach der ich gearbeitet habe. Zum Beispiel, du kannst zum Beispiel auch, wenn du jetzt widersprüchliche Quellen hast, ja, Belege hast,
dann kannst du hingehen, kannst du beide Daten erfassen, ja, und kannst dann sagen, okay, sind die gleichwertig, diese beiden Belege, oder gibt es vielleicht einen, der sich, wo du denkst, das ist die neuere Quelle und diese kannst du dann markieren als die Zahl, die, oder der Wert, der eben höherrangig ist und der dann von den entsprechenden Tools ausgelesen wird. Wenn du jetzt tatsächlich eine Liste aufnehmen willst. Ich mache ja noch ganz andere Sachen. Ich bin ja weiterhin in meiner Taxonomie unterwegs. Ich beschäftige mich ja mit meinen Fiebern. Auch strukturierte Daten. Strukturiert, aber in sich ständig widersprüchlich. Mhm. Was bei mir oder bei den Tierarten grundsätzlich so ist, du hast immer alternative Systematiken. Je nachdem, wer es bearbeitet, werden irgendwelche Arten der einen Gattung zugeschlagen, der anderen Gattung zugeschlagen. Bedeutet in Wikidata im Normalfall, wir haben für jeden existierenden Namen, also für jeden Taxon. Namen, der da ist, nein, nicht für das Taxon selber, sondern für den Namen als Taxon definiert, ja, einen eigenen Eintrag, ja, die dann über, als Synonyme miteinander verknüpft sind. Synonym von, genau. Synonym von, wobei das eine Synonym von dem anderen ist, aber gleichzeitig das andere auch Synonym von dem einen ist. Also das ist, geht quergarten gleichzeitig. Haben wir aber auch die Wikipedia-Einträge, die häufig auch unterschiedlichen Namen liegen. Das heißt, die eine, keine Ahnung, bei den Streifenhörnchen gibt es die Gattung Tamias und die Gattung Neotamias. Neotamias wurde irgendwann ausgegliedert aus Tamias, aber halt nicht allgemeingültig. Es gibt ein paar Taxonomen, die haben alle Streifenhörnchen unter Tamias. Einige haben nur unter Tamias nur eine Art und alle anderen unter Neotamias. Ja. Wenn man jetzt durch die Wikipedien geht, dann sieht man, bei einigen Wikipedien gibt es die Tamias-Arten, genau, sind die exakt die gleichen wie die Neotamias in ihrer Beschreibung. Weil das Tier selber, das ist ja vollkommen unabhängig davon, welchen Namen der das jetzt im Endeffekt kriegt. Ja. Das bedeutet, bei den Wikidata müssen wir das irgendwie zusammenbringen. Vor allen Dingen, weil bei den Tieren ist ja im Prinzip der Ediwiki-Anteil, die Verbindung zwischen den verschiedenen Wikipedien, damit man zu den gleichen Artikeln kommt, ganz wichtig. Ja. Und unabhängig davon, unter welchem Namen ich jetzt laufen habe, ich würde ja trotzdem miteinander verlinken über die verschiedenen Wikipedien. Ja. Und dementsprechend muss ich mich immer entscheiden, die Interwiki-Links zu einer dieser Arten zu legen. Das bedeutet, also es kann durchaus sein, dass es nach meiner Wahrnehmung falsch ist, weil ich einer ganz anderen Taxonomie folge. Aber wenn ich das zu einem anderen Taxon hinlege, dann habe ich die Interwiki-Verknüpfung nicht und ich beschreibe trotzdem das gleiche Tier. Also das ist an der Stelle ein bisschen schwierig. Das führt sogar dazu, dass wir zu einigen Arten in einigen Wikipedien zwei unterschiedliche Artikel haben, die für die unterschiedlichen Namen geschrieben werden, die aber das gleiche Tier beschreiben, weil die es gar nicht gemerkt haben, dass das zwei Gattungen sind und die ihre Daten... Ihre Artikel tatsächlich auf der Basis von Daten aus Datenbanken zusammengebaut haben und gar nicht gemerkt haben, dass die da jetzt eine Doppelung drin haben. Kennt sich richtig gut aus. Aber jetzt mal, um nochmal für Nicht-Biologen, ja? Für Nicht-Biologen. Du hast diesen Artikel mit Hörnchen. Ja? Ich nehme mal Soloma-Schreibhörnchen. Genau. Dann hast du da im Wikipedia-Artikel oben so eine Box drin. Ja, die magst du nicht, das weiß ich, müssen wir nicht drauf zurückkommen. Die Box ist gut, genau. Und da stehen dann so taxonomische Daten drin. Ja? So, und das sind ja strukturierte Daten. Das sind strukturierte Daten, aber die Namen können halt ändern. Okay, lassen wir das Problem mit den Namen mal außen vor. Ja, also das wäre jetzt mal angenommen, wir haben einen unumstrittenen Namen. So. Okay, nehmen wir den Löwen. Immer den Löwen. Okay, das ist einfach. Gut. Da könnte man ja versuchen, diese Daten zentral abzulegen. Wenn man sich helfe ja auch mit. Das heißt, für den Löwen zum Beispiel, der ist definiert als Taxon. Das hatten wir gerade. Taxon ist eine Gruppe von Lebewesen, in dem Fall eine Art. Ja. Das heißt, die Ebene ist die Art. Die Art, genau. Die hat einen wissenschaftlichen Namen. Das ist in dem Fall Panthera leo. Mhm, genau. Also auch kann man sich merken. Das heißt, das ist die Art leo unter der Gattung Panthera. Genau. So. Also die Art ist der Gattung Panthera zugeordnet. Super, das ist strukturierte Daten. Das ist alles schon aufgefasst. Das heißt, die übergeordnete Taxonomie ist dann Panthera, das sind die Großkatzen. Ja. Das ist auch relativ einfach. Katzen sind gut. So, dann habe ich, und das ist ein Teil, mit dem ich mich viel beschäftige, dann habe ich zu jeder von diesen wissenschaftlichen Namen habe ich jemanden, der den erstmalig beschrieben hat. Der zum ersten Mal gesagt hat, das Tier heißt Panthera leo. Erstbeschreiber. Und wieder dein Stichwortgeber heute. Ne, Erstbeschreiber. Und dieser Erstbeschreiber hat den zu einem bestimmten Jahr publiziert. Das bedeutet, zu einem wissenschaftlichen Namen gehört auch immer noch der Erstbeschreibername und das Jahr. Genau. Das bedeutet, Panthera leo
Linné 1756. Das ist dann im Prinzip der komplette wissenschaftliche Name. Ja. In Wikidata ist das so gelöst, ich habe einen Bezeichner, heißt das Bezeichner, wissenschaftlicher Name, das ist dann Pantera Leo, und ich habe dann Qualifikatoren, ein Qualifikator ist der Erstbeschreiber, Carl von Linné, ein Qualifikator ist das Jahr, in dem das geschrieben hat, und theoretisch das auslesbar als wissenschaftlicher Name. Ja. Bei mir kommt noch hinzu, und bei einigen anderen, die sich im Taxonomiebereich tummeln, es gibt noch so ein automatisches Tool bei Wikidata, wo uns dann eine vollständige Taxobox angezeigt wird, zu jedem taxonomischen Namen, den wir haben. Und wenn wir was korrigieren, können wir die auch updaten und sehen dann sofort, was ist der Effekt. Und warum verbinden wir die nicht in Wikipedia ein? Wäre doch cool. Weil wir super viele verschiedene, unterschiedliche Taxonomien haben. Genau das Problem, was wir gerade hatten. Ja. Das heißt also, sind uns noch nicht wirklich einig. Wir werden uns auch nie einig werden, weil jede Einordnung immer nur eine Hypothese ist. Ja. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das heißt also, jede neue Publikation bringt eine neue Hypothese mit rein. Ich bleibe bei meinen Bildern. Wir bleiben bei den Bildern. Sind die so eindeutig? Weil der Punkt ist, es funktioniert ja offensichtlich nur, wenn du eindeutig bist. Ja, aber nicht so umstritten wie... Also ich habe ein Bild, das hängt in einem Museum. Du kannst schon mal Probleme damit kriegen, wann hat es wo... Wann, da sind wir wieder bei der Provenienz. Ne? Wann hat es wie lange wo gehangen? Und gibt es dieses Museum noch, ne, solche Geschichten? Von wann ist dein Beleg? Ne? Wenn du eine Quelle hast, die aus 1995 ist, dann musst du gucken, hängt das Bild denn noch in diesem Museum? Solche Geschichten, aber das ist ein Recherchethema. Ne? Das musst du immer tun eigentlich. Ne? Da gibt es auch keine divergierenden Ansichten von verschiedenen unterschiedlichen Experten, die das dann also das eine als die Entscheidung, wo anwählen. Die Entscheidung, wo hängt das Bild, wie groß das ist es, das sollte eigentlich einigermaßen hinkriegen. Und selbst wenn du da alternative Aussagen hast, kannst du sie nebeneinander stellen und kannst sagen, die aktuellere ist diese hier. Und die aktuellere ist dann auch immer die richtigere? Mit Sicherheit auch nicht. Okay. Das heißt, also, du kannst, ja, mit Sicherheit, aber ich halte es für ewig einfach. Also was ich bei Silber Wikidata immer noch auffällt, ist egal, jetzt bei Gemälden, bei Tieren, bei was auch immer, da gibt es immer einen Blog mit, ja, ich sag mal, verschriftlichen Daten, wo Personen, die damit Bezüge haben, Universitäten, bei Personen, welche Ausbildung haben die an der Universität und so weiter. Ja. Und dann gibt es einen dicken Block mit ID-Nummern. Genau. So lauter automatisierte Datenbankeinträge. Bei Brettspielen ist das zum Beispiel Boardgame Geek ist da immer angegeben. Oder das ist dieser Part, der auch zu Wikidata dazugehört. Das sind die sogenannte Linked Open Data. Du musst, wenn du andere Datenbanken, musst du überhaupt nichts. Wenn du andere Daten hast, die in der Welt da draußen sind eine Menge andere Daten. Und wenn du die dann noch, wenn du noch hinkriegst, diese ganzen Datenpools, sage ich mal, mit diesen Identifikationen miteinander zu verbinden, ja, also dass man genau weiß, dieses Element, was du hier beschreibst, dieser Löwe oder dieses Bild, das ist genau das Bild, was diese Datenbank da auch beschreibt, und zwar unter folgender ID. Und die hat aber noch ganz andere Daten. Die hat vielleicht die Beschreibung, den Text. Zu diesem mit. Können wir nicht übernehmen, aus urheberrechtlichen Gründen zum Beispiel. Oder die hat eine Abbildung, was wir aus urheberrechtlichen Gründen vielleicht noch nicht verwenden können. Ja? So, dann haben wir da hinten die anderen Daten, die wir brauchen. Und hier bei uns haben wir wieder andere Daten. So, und die kannst du dann von draußen, kannst du die wieder miteinander verknüpfen. Ja? Wenn du jetzt wissenschaftlich arbeiten willst über die Bilder von Jan Mankes, ja, dann kannst du darauf zugreifen und kannst sagen, okay, hier ist die Verlinkung zu der Datenbank der niederländischen Kunstdatenbanken, hier sind die tschechischen Kunstdatenbanken und so weiter. Und kannst die Sachen alle miteinander verknüpfen und damit arbeiten. Aber das bedeutet doch... Sie sind verknüpft, du kannst aber dann eben... Aber damit ist doch Wikidata eigentlich schon außerhalb des Wikipedia-Universums, oder? Also es ist nicht außerhalb, aber es ist eigenständig und du kannst es von vielen, vielen Seiten nutzen, so wie die Wikipedia-Artikel, aber auch von vielen Seiten. Also die Idee war ja ursprünglich mal, wir haben ein Datenbanksystem, das sollte die Wikipedia in irgendeiner Weise Daten zuliefern. Mittlerweile ist es aber offensichtlich was deutlich Größeres, was man quasi als Link-Hub des Internets bezeichnen könnte. Vielleicht ist das so. Also ich denke, es ist maschinenlesbare Daten und die werden immer wichtiger werden, denke ich. Also das andererseits heißt, ist Eigenständigkeit ist definitiv an der Stelle abgekoppelt von Wikipedia, eigenes Projekt. Ich würde es nicht als abgekoppelt bezeichnen, aber ich würde es halt schon auch sehr breit aufgestellt sehen. Wikipedia kann es auch sagen, Wikipedia ist abgekoppelt von einem anderen, weil es auch genutzt werden kann von allen möglichen externen... Wie sagt die Nutzung von Wikidata in Wikipedia? Wir haben die Verknüpfung zwischen den unterschiedlichen Artikelsprachversionen. Mhm. Wir haben ansonsten noch nicht so viel, glaube ich. Ja, aber ideal wäre es doch eigentlich, wenn man diese Taxobox
oder eine andere Datenbox halt dann in Wikipedia direkt verwenden könnte. Aber das Problem ist, dass du im Moment halt von dieser Box noch in die Daten zurück musst, um dann die Daten zu pflegen. Das ist eigentlich niemandem zuzumuten. Also niemandem normalen, sag ich mal. Nein. Also das sind dann die Daten-Nerds. Ne? So. Aber schön wäre es doch, aus meiner Sicht ist das ein Visibility-Problem. Ne? Ideal wäre es, wenn du direkt in Wikipedia hingehen könntest, hier, ich will diese Daten ändern, dann ändere ich die. Und wo die da im Hintergrund gespeichert werden, das interessiert doch den User überhaupt nicht. Ja, das ist, ich glaube, das kommt auf die Daten tatsächlich an. Wenn du unumstrittene Daten sind. Eben, wenn du sehr einheitliche Daten hast, wo man genau weiß, die Daten nehmen wir sowieso, dann kann man das auch. Und wenn man kein Biologe ist, dann gibt es halt schon einen Haufen eindeutiger Daten. Natürlich. Aber ich denke mal, da wird noch einiges an. Genau, da wird einiges passieren. Und dann schauen wir mal, was Wikimedia noch so alles programmiert. Abwarten.